Rainer Fitz von der Polizeipressestelle der Landespolizeidirektion. Wie sieht es denn aktuell aus mit dem zweiten Lockdown? Wird die Polizei hier Kontrollen durchführen? Die Ausgangsbeschränkungen im öffentlichen Raum sind deutlich sichtbar und spürbar. Also es sind ganz wenige Menschen am Abend und in der Nacht auf den Straßen unterwegs. Und auch der Straßenverkehr ist auffallend zurückgegangen. Die Polizei überwacht täglich im Rahmen des normalen Streifen- und Überwachungsdienstes auch die neuen Corona-Maßnahmen. Aber spezielle Kontrollen wird es jetzt hier keine geben in nächster Zeit? Es wird keine Maskenkontrollen und keine Planquadrate geben. Weil vielen Leuten dürfte mittlerweile der Ernst der Lage in den Vorarlberger Spitälern bewusst sein. Und die Bevölkerung hält sich vorbildlich an die Verbote und ist sehr verantwortungsbewusst mit Maske und entsprechendem Abstand unterwegs. Hat es jetzt in den vergangenen Tagen vermehrt Anzeigen gegeben? Natürlich gibt es immer wieder uneinsichtige und unbelehrbare Personen. Ich kann Ihnen da ein Beispiel nennen. Ein Mann weigerte sich hartnäckig beim Betreten der Polizeiinspektion Dornbirn eine Maske anzulegen. Er wurde deshalb von der Dienststelle verwiesen und angezeigt. Das sind aber Einzelfälle und es gab keine vermehrten Anzeigen. Im ersten Lockdown gab es ja immer wieder die selbsternannten Corona-Sheriffs, die zum Beispiel auch ihre Nachbarn angezeigt haben. Wie sieht es denn da aus? Es gibt Vernaderungen, speziell in Bezug auf Gruppenbildungen von Jugendlichen. Die Polizei ist eingeschritten, musste aber dann oft feststellen, dass diese Anzeigen übertrieben bzw. auch unberichtigt waren. Okay. Also gibt es nicht viele Fälle, wo jetzt jemand den Nachbarn gerechtfertigt angezeigt hat? Das sind ganz wenige Fälle, dass eine Anzeige gerechtfertigt war. Okay, jetzt haben Sie es gerade kurz angesprochen. Die Gruppenbildung bei Jugendlichen, wie sieht es da denn allgemein aus? Halten sich die Leute an das, es gibt ja kein wirkliches Versammlungsverbot, aber halten sich die Leute daran und bleiben zu Hause? Treffen sich nicht in größeren Gruppen mit Freunden? Also die Leute halten sich vorbildlich an diese Maßnahmen, weil sie offenbar den Ernst der Lage in den Vorarlberger Spitälern kennen.